Geschichte Zellenschule von 1846. Die Achtung für ein Volk wird von seiner Bildung bestimmt. Deshalb genossen Schule und Lehrer selbst in den schwierigsten Momenten des Alltags der Bulgaren stets hohes Ansehen. Das Hauptziel der Aufklärung in unserer Wiedergeburtszeit ist die Schaffung von Schulen, in denen den Kindern ihre Identität und Sprache vermittelt wird, um das Bulgarische vor türkischen und griechischen Einflüssen zu bewahren. Weil nur ein Volk mit eigenem Schrifttum und Kultur in der Lage ist, aufzubegehren und für seine Freiheit und Selbstständigkeit zu kämpfen. Smerdovo ist ein rein bulgarisches Dorf, was stets um die Bildung seiner Bewohner bemüht war. Eingang des 19. Jahrhunderts gab es noch keine Schule im Ort, weswegen man seine Kinder zum gebildeten Veljo nach Riš schickte. Dann ließ sich der Schullehrer Rojo aus Kotel in Smerdovo nieder. Er versammelte seine Schüler in einem verfallenen Gebäude und brachte ihnen mit seiner Rute, die auf dem Kopf eines jeden Ungehorsamen landete, neben Rechnen und Schreiben auch Disziplin bei. Um 1820 wurde der kleinen Dorfkirche ein kleiner Klassenraum angebaut. Hier wurden die Kinder von Schulmeister Sivi unterrichtet, der eine schöne Stimme hatte und auch auf den Gottesdiensten sang. In jenen Jahren diente der Gang zur Schule jedoch eher erzieherischen als Bildungszwecken. Den Kindern wurde vornehmlich das Lesen beigebracht, weswegen sie auch Čitalnici, Lesebuben, genannt wurden. Wichtiger war, dass sie anstatt auf der Straße herumzutollen lernten, die Älteren zu achten. Der wahre Unterricht in Smerdovo nahm 1846 mit der Schulmeisterei von Pope Georgi seinen Anfang. Ilija Purskov beschreibt ihn als einen Mann um die 80, der aus Riš gekommen war, wo er die dortigen Kinder unterrichtet hatte. 1852 führte Janko Janev oder Pope Enjo, wie ihn die Smerdovoer nannten, weil er zu dem Priester in der Kirche war, modernere Lehrmethoden ein. Er war ein gebürtiger Smerdovoer, der jedoch die Klassenschule in Schumen besucht hatte. Und so wurden die Kinder unter ihm nunmehr in zwei Klassen aufgeteilt und begannen auch verschiedene Unterrichtsfächer zu lernen. Im Zuge des Krimkrieges von 1853 wurde die Schultätigkeit unterbrochen, jedoch nach dessen Ende wieder aufgenommen. Auch wurde sie wegen der steigenden Zahl der Kinder nunmehr auf zwei Klassenzimmer ausgeweitet. Georgi Popiperkov, der 1860 im Kirchenhof die Bibliothek und das Čitalište ins Leben gerufen hatte, unterrichtete Alt und Jung, indem er ihnen aus Kirchenbüchern und Werken von Persönlichkeiten aus der Zeit der bulgarischen Wiedergeburt vorlas. Auch bat er den Lehrer Peter Beron aus Kotel um Hilfe, welcher ihm seine Fischfibel und andere nützliche Hilfsmittel für den Unterricht schickte. 1872 kam eine Lehrerin nach Smerdovo und begann in einem separaten Gebäude die Mädchen des Dorfes zu unterrichten, die bis dahin nicht in die Schule geschickt worden waren. 4 Jahre später bauten ihnen die Smerdovoer eine eigene Mädchenschule. Auch wurde eine Erwachsenenschule ins Leben gerufen, damit alle lesen und schreiben lernten und sich so aktiv in das wachsende Kulturleben des Ortes einbringen konnten.